Dieses Spiel macht sehr wenig Spaß. Ich habe vor einigen Monaten versucht, mir den... Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid, eingeschaltet habt. Assemble, liebe Leute, zu einem weiteren Video. Wir seht vielleicht diesmal ein klein wenig was anderes als üblich, denn heute mal in entspannter Atmosphäre. Ganz ruhig und gelassen wollte ich heute mit euch ein paar Steam-Reviews vorlesen. Ja, und zwar ein paar lustige Reviews, die ich so in den weiten Welten des Netzes bzw. auf Steam gefunden habe. Ja, vielleicht böse Reviews zu guten Spielen und möglicherweise auch andersrum. was es damit so auf sich hat, das werden wir gleich alles herausfinden. Ich habe hier es mir in meiner Lounge schon mal bequem gemacht. Ja, das Kaminfeuer im Hintergrund, das lodert natürlich, wie man hört. Und so ein bisschen Atmosphäre, fehlt vielleicht auch noch ein kleines bisschen jazzige Musik. Ja, das, ich mach mal an hier. Bisschen geklimper, ja, das ist immer schön. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dann lasst doch liebend gern ein Like oder ein Abo da. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich habe hier mein kleines schlaues Büchchen, ja, in digitaler Form dabei. Und ich dachte mir, ich stelle euch einfach mal ein paar Steam-Reviews vor. Ein bisschen Lektüre, ja, für zwischendurch, um mal ein wenig zu entschleunigen und auch mal ein bisschen was... Bisschen was Vernünftiges zu lesen, beziehungsweise ich lese euch das natürlich gerne vor. Ja, und ich würde einfach sagen, fangen wir direkt mal an mit der ersten Pflichtlektüre, ja, die ich hier so rausgefischt habe in den weiten Welten des Steam-Netzes. Da geht es um ein Spiel, es handelt sich dabei um das Spiel Flatout 3, Chaos and Destruction. Ist also ein Autorennspiel, in dem offensichtlich Chaos und Destruction verbreitet wird. Ja, und das Spiel kündigt Großes an, ja, Adrenalin in den Adern und Rennwagen, Offroad und viele andere Fahrzeuge. Das volle Programm. Und da war wohl einer, ja, dieser Spieler nicht sehr zufrieden. Nach insgesamt 0,6 Stunden. Und spielt sachlich, schreibt sachlich, aber doch recht bestimmt diese Rezension danach. Verstopfung macht mehr Spaß. Aber ich fand, das war schon für den ersten, so als Dosenöffner, ja, in diesem Bereich, war das schon mal ganz in Ordnung, ja. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach direkt weiter mit dem nächsten Review-Beitrag. Als nächstes haben wir ein Spiel mit dem Namen Uriel's Chasm. Ich habe leider keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht und ich glaube, der Großteil der Spiele auch nicht. Denn, ja, schwer. Es gab keine Beschreibung zu dem Spiel. Und weil ich mir das Spiel nicht runterladen wollte, dachte ich mir, vertraue ich mal den Fachkompetenzen der Leute, die diese Bewertung schreiben. Und deswegen habe ich hier Folgendes gefunden. Und zwar nach insgesamt 1,5 gespielten Stunden entstand hier diese Review. Ich lese mal wie folgt vor, ja? Lauschet meinen Klängen. Dieses Spiel ist ein wunderbares Gegengeschenk an die reiche Großtante, die schon alles hat und in den letzten Jahren keine Kosten und Mühen gescheut hat, um uns zu allen Fest- und Geburtstagen schicke Socken zu schenken. Es ist ebenso eine gefährliche Waffe in der Hand der eifersüchtigen Freundin, ja, die denkt, wir würden sie betrügen. Da ziehe ich es doch vor, wenn sie meinem Auto die Reifen zersticht oder den Lack mit einem Schlüssel verkratzt. Ich weiß dann wenigstens, dass da keine Spätschäden übrig bleiben. Ist, wie ich finde, eine sachliche Aussage zu einem Spiel unbekannter Natur. Aber ich würde sagen, sachlich auf den Punkt gebracht, oder? Ich habe die nächste Review vorbereitet. Ja, und in der nächsten Review geht es um ein recht, ja, nicht das bekannteste Spiel. Ja, aber vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gehört. Es geht um GTA 5. Und hier gab es auch eine Review, die ja doch recht eindeutig war. Mit einem kleinen Twist am Ende, ja? Möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen fangen wir einfach direkt mal an. Es geht um eine Spielzeit von insgesamt 254,8 Stunden. Also, derjenige, der hier die Review unterlassen hat, hat schon einiges auf dem, hat einiges gespielt. Ich lese mal vor. Ich gehe auf die Straße. Ein Auto kommt vorbei. Ich stelle mich auf die Straße, öffne die Fahrertür. Der Fahrer sieht mich fragend an. Ich packe ihn und ziehe ihn aus dem Auto. Ich steige selber ein. Hat auch so ein bisschen was wie so ein Gedicht, ne? Entschuldigung, ich lese weiter. Ich steige selber ein und fahre los. Ich nehme die halbe Straße bei der Flucht mit. Der Motor fängt an zu brennen. Ich ramme ein Polizeiauto und springe aus dem Wagen. Die Polizisten machen sofort Schusswaffengebrauch.
Ich ziehe mein Sturmgewehr und schieße sie über den Haufen. Ich klaue erneut ein Auto und fliehe so lange, bis die Polizei mich nicht mehr sucht. Jetzt fahre ich nach Hause. Dort angekommen, starte ich mein PC und spiele GTA 5. Ja. Was sagt einem das jetzt über das Spiel? Man weiß es nicht genau. Aber ich finde doch, der Twist am Ende hat doch nochmal einiges rausgeholt, oder? Ich hoffe, dem Mann geht's gut. Und den anderen Leuten, die ihm so jeden Tag begegnen. Ja, schauen wir mal weiter. Ich habe hier wieder ein Spiel, das vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff sein könnte. Das handelt sich dabei um FIFA 21. Und zwar haben wir hier den ersten Kommentar. Und zwar gespielt 23,2 Stunden, also verhältnismäßig wenig. Ja, und wird einfach auch nicht viel gesagt dazu, außer in 23 Stunden 3 Controller zerstört. Also kann ich empfehlen. Ein anderer schreibt nach 369,6 Stunden, wie FIFA 20, nur mit Kopfbällen, die funktionieren. Daumen hoch. Oder, was ich auch sehr schön finde, das Spiel räumt dein Zimmer auf, indem du unnötige Sachen komplett zerdepperst. Die Weekend League reinigt eure Seele. Kaufempfehlung 10 von 10. Ja, nach 730,9 Stunden. Wenn man sich dann doch damit abfinden kann, ja, dass man ab und zu mal ein paar Sachen kaputt macht, was ja offensichtlich übereinstimmt, hier passiert, dann scheint das Spiel auf jeden Fall ganz ordentlich zu sein. Also ich würde dann an der Stelle auch sagen, Daumen hoch. Kaufempfehlung geht raus. Ja. In der nächsten Review geht es um ein Spiel, das ich jetzt persönlich noch nie gehört habe. Ja, und zwar nennt sich dieses Spiel Hentai vs. Furries. Also ein Spiel, in dem man ein leicht bekleidetes Mädchen spielt und mit diesem leicht bekleideten Mädchen wohl Fischfiguren bekämpft. Ja, man sagt immer, es gibt schon alles. Ja, hiermit würde ich auch sagen, ja, dieser Punkt ist auch abgehakt. Aber auch eine Review, die zum Denken anregt, ja, die hier wirklich sehr tiefgründig geht und auch einige alte Wunden offensichtlich öffnet. Dieses Spiel hat mein Leben verändert. Ich war ein Wrack. Ein Schatten meiner selbst, aufgrund von traumatischen Ereignissen in meiner Vergangenheit. Jahrelang konnte ich nicht schlafen, weil ich damals im Disneyland von einem älteren Mann in einem Baloo-Kostüm belästigt wurde. Das änderte sich an dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Spiel startete. All die Ängste, alle Sorgen, die ganze Wut, die in mir ruhte, konnte durch dieses Meisterwerk ein Gefäß finden. Der Hass, der sich über all die Jahre in mir manifestiert hat, hatte nun eine verwundbare Form in der Existenzebene unserer digitalen Medien. Erst einer, dann 20, dann 100. Alle missgestalteten Furries, die meinen Weg kreuzten, wurden in kleine Stücke geschossen, gefetzt, geprügelt. Mit dem finalen Kampf gegen den Giga-Furry hatte ich auch gleichzeitig mein Trauma besiegelt. Baloo ist tot. Gut. Wieder an der Stelle wieder ein etwas bekannteres Spiel. Ja, wir haben ja auch, es gibt ja auch in bekannten Spielen immer mal wieder, ja, vielleicht ein paar Empfehlungen von anderen, wie man, oder Tipps, wie man weiterkommen kann. Auch hier, ja, an dieser Stelle, es geht um das Spiel Sims 4. Denn hier geht es eigentlich nur um einen sehr nett gemeinten Tipp. Und zwar, wirklich schönes Spiel. Fun Fact, ja, das ist ein witziger Fun Fact. Optimaler Weg, deinen Sim zu töten. In den Pool schicken, dann die Leiter abbauen. Ja, ich habe das Gefühl, das klappt bei manchen Leuten vielleicht auch im echten Leben. Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch noch eine schöne andere Review gefunden zu diesem Spiel. Ich denke auch, dass an der Stelle so ein kleiner Hinweis vielleicht eingebaut wurde an einen Freund. Und zwar folgendes. Um das verkorkste Leben eines Freundes zu simulieren, ist das Spiel großartig. In Klammern No Front. 9 aus 10. Dann habe ich ja auch einen Titel, der in den letzten Monaten auf jeden Fall im Gespräch war. Ja, und ich glaube auch nach wie vor ist. Es geht um das Spiel Valheim. Nach 48,5 Stunden, sagt man hier, Boot gebaut, Ozean bereist, Troll am Strand begegnet. Ging nicht gut aus. 10 von 10. Ein Spiel, über das auch in gewisser Weise viel geredet wird, denn in den Reviews dazu drehte sich meistens alles um das gleiche Thema. Ihr werdet vielleicht gleich ein kleines Muster erkennen. Es geht um das Spiel Crusader Kings 3. Mein Stammbaum ist ein Kreis. Ja, ich hoffe, er meint das Spiel. Und naja, gut. Keine weiteren Fragen dazu. Dann gibt es noch einen, der es auch sehr sachlich sieht. Und zwar Inzest, Folter, Hinrichtung. Das Spiel hat alles, was einen guten Nachmittag ausmacht. Und dann zu guter Letzt. Nach 111,4 Stunden ein ja doch recht
Eine Review, die mit Worten malt, ja, wenn man so möchte. Eine eigene Familie gründen. Mit den Kindern noch mehr Kinder machen. Dasselbige dann mit den Kindeskindern. Und nach einigen Generationen ist man dann offiziell König vom Saarland. Und alle mögen einen, weil man sich ja schon kennt. Fand ich auch sehr unterhaltsam. Ja. Ob ich das jetzt so selber erleben möchte, weiß ich nicht. Aber gehen wir einfach davon aus, dass der Mann da Spaß hatte. Ne? Wir haben noch eine Review übrig, die möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Und da geht es um ein Spiel, das ich selber auch sehr mag. Und zwar handelt es sich dabei um Dead by Daylight. Ja, ein Spiel, bei dem es darum geht, gerade im Multiplayer-Bereich, wenn man als Überlebender spielt, von einem Killer abzuhauen. Ist nicht immer einfach, aber es macht auf jeden Fall Spaß, wenn man es mit den richtigen Leuten spielt. Und ja, hier gibt es auch gemischte Reaktionen. Ich habe zwei schlechte und zwei gute rausgesucht. Fangen wir mit einer guten an, ja? Die Rezension besagt, bei Dead by Daylight empfinde ich spontane Erektionen. Fragen wir nicht nach. Ja, ein anderer schreibt nach 9,3 Stunden, hatte zu viel Angst, Daumen runter. Dann haben wir noch eine kurze Review von, ja, einem, der vielleicht nicht ganz so überzeugt war. Aber ich lese gerne mal vor. Dieses Spiel macht sehr wenig Spaß. Ich habe vor einigen Monaten versucht, mir den... ich habe mir vor einigen Monaten versucht, mir den Damm mit einem stumpfen Brotmesser zu rasieren. Dieses Unterfangen war von sehr geringem Erfolg. Ich würde den Spaßfaktor von Dead by Daylight mit dem Erfolg der Rasur gleichsetzen. Dankeschön. Zu guter Letzt noch mal eine Review, die vielleicht nett gemeint ist, aber irgendwie, ja, könnte auch missverstanden werden, ja, für manche Eltern. Nach 655 gespielten Stunden, lustiges Spiel mit süßen Pferden, würde ich jedem Teenie ab 6 Jahren empfehlen. Ich finde, es war einiges dabei, wo man sagt, ja, da hat man sich was einfallen lassen. Ja, da hatte man Lust, einfach mal eine Review zu hinterlassen, entweder aus Frust oder aus Spaß an der Freude oder weil man einfach gerade einen kecken Spruch auf den Lippen hatte. Ja. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, in meiner Lounge, ihr seid natürlich immer wieder herzlich willkommen. Ich schaue mal, ob ich das Ganze hier so weiter vorführen möchte, denn ich habe auf jeden Fall Lust drauf, mal ein bisschen was anderes zu machen als immer die üblichen Let's Plays. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch liebend gern ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Was? Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja? Gehabet euch wohl. Ja? Habe die Ehre. Bleibt geschmeidig. Haut rein. Bis dann. Ciao.